Hallo zusammen, heute mache ich hier ein kleines Video zu den Fotos, mit den Fotos, die ich 2018 in Köln gemacht habe. Ich bin in Köln geboren und aufgewachsen und ich war im Sommer 2018 eine gewisse Zeit ein bisschen gelangweilt. Ich habe meine Prüfungen fertig gehabt in der Uni und dann dachte ich so, ach komm, anstatt jetzt immer nur im Ausland Fotos zu machen, wieso nicht einmal auch zu Hause? Es war schön, wir hatten schönes Wetter. Ich bin ganz früh morgens um 9 in Deutz gewesen, um schönes Licht zu haben, um den Dom und alles zu fotografieren. Und ich hatte meine Minolta 7000 AF dabei und einen Kodak 400 Ultramax Film. Und ich habe alle Einstellungen original gelassen. Ich habe vielleicht ein kleines bisschen die Belichtung so minimal runtergedreht, damit das, was hell ist oder heller ist als der Durchschnitt, noch satte Farben hat. Ne, lieber ein bisschen unterbelichten als zu viel überbelichten, so mache ich das ganz gerne. Und ich habe keinen Filter oder so auf den Bildern, das ist einfach so eingescannt vom Negativ mit einem Plus-Tag 8200i. Scanner. Also es gibt so günstige Scanner, die machen einfach einmal so ein kleines Foto. Ja, das ist so, als ob man mit einem Handy fotografieren würde und dieser Scanner, den ich da jetzt habe, der geht da über den Film, man könnte sagen, mit einer Lupe. Ja, und der holt einfach viel mehr aus dem Negativ raus als so ein vergleichsweise günstiger Scanner. Also ich habe kein Filter draufgelegt, nichts mit den Farben gemacht oder so. Das ist einfach so vom Negativ, ohne dass da irgendwas gemacht worden ist. Klar, stellt man ein, wie hell man das haben möchte, wie stark die Farben sein sollen. Aber nichts ist verzerrt. Also es ist alles im gleichen Verhältnis zueinander. Ja, also kein Filter. Und ja, ich habe da. Ich bin auch durch die Stadt gegangen, ich erzähle jetzt nichts über Geschichte oder so, weil da gibt es bestimmt qualifiziertere Leute als mich. Nicht, dass ich nichts wüsste, aber darum geht es jetzt hier nicht. Sollen einfach nur ein paar Bilder sein hier. Einmal so ein paar Impressionen gemacht, auch nicht nur Sehenswürdigkeiten. Klar muss der Dom dabei sein, ne? Wie soll es auch anders sein, aber ja, hier sieht man jetzt, habe ich eine andere Einstellung gewählt. Ist ein bisschen heller jetzt, also mit ein bisschen mehr Betonung auf die Stellen, die ein bisschen dunkler sind. Ne, also so ein Negativ hat ein sehr, sehr großes Hell-Dunkel, also Lichtspektrum. Und man muss sich dann für einen Bereich aussuchen und deswegen hat man dann immer so. Deswegen kann man da ein und dasselbe Negativ mal so und mal so aussehen lassen, aber das ist kein Filter, das ist einfach nur. Man könnte sagen, die Lampe, die unter dem Negativ leuchtet, ist mal heller, mal dunkler. Ich habe jetzt auch mal den Bahnhof hier fotografiert, einfach nur, weil das eigentlich ein schöne Architektur ist, was, man kommt da so raus und dann sieht man so direkt den Dom, finde ich eigentlich ganz cool gemacht, obwohl der schon ziemlich alt ist. Also falls jetzt irgendwelche Kennzeichen drauf sind, ich hoffe, man verzeiht mir das, also ich kenne die Leute nicht, die sind einfach zufällig da gewesen, ist jetzt nichts Persönliches. Ja. So ein paar Impressionen, einfach mal so, wie das aussieht. Das fand ich ganz lustig, hier so eine Skulptur an der Wand oder wie das heißt. Und dann so der weiße Porsche davor. Sah einfach lustig aus. Eine Impression, so als ob man durch die Stadt gehen würde, wie das so aussieht. Jetzt nicht nur Sehenswürdigkeiten, einfach nur als ob man da durchspazieren gehen würde. Und ich will mir da jetzt nichts anmaßen, aber oder nicht irgendwie eine zu hohe Meinung von den Bildern haben, aber ich denke, das ist immer ganz nett. Einfach mal solche Bilder zu machen, weil, ne, in was weiß ich wie vielen Jahren ist das vielleicht mal ganz witzig zu sehen, wie Köln ausgesehen hat. Ne? Ich habe ja mir mal so ein Buch zu Weihnachten gewünscht, Köln vor dem Krieg. Und das ist natürlich ganz deutlich dann. Ne? Also natürlich wird das nie so ein krasser Unterschied sein wie jetzt vor dem Krieg und nach dem Krieg und dann noch weiter in die Zukunft, aber ne, ist auf jeden Fall trotzdem interessant. Das war damals ein ganz neues Taximodell. Das war so das erste Modell von diesem neuen W2. Ich weiß nicht, was das für ein Modell jetzt ist. Auf jeden Fall, wie der Typ heißt. Also E-Klasse, das war ganz neu damals. Jetzt komme ich gleich zu Foto Gregor. Ja, hier.
Da lasse ich immer die Filme entwickeln, die machen das echt toll, die machen das noch am gleichen Tag, die machen das auch selber. Ja, die schicken das nicht raus und musst du so eine Woche warten, die machen das selber, wenn du Glück hast, noch am gleichen Tag, wenn die nicht zu viel zu tun haben. Und ja, was noch? Ja, jetzt habe ich hierzu nicht so viel zu erzählen, einfach mal gucken. Ich erzähle einfach mal, was gleich noch so kommt. Ich habe am Ende noch so Bilder von der Uni im Film hier in diesem Video eingearbeitet und das sind dann aber von einem anderen Negativ, also von einem anderen Film, von einer anderen Filmrolle Bilder. Und die habe ich damals in Bulgarien entwickeln lassen. Ich habe den nach Bulgarien mitgenommen, den Film, und da auch noch ein paar Fotos gemacht. Und ja, da sind die Farben nicht so schön, weil die haben dann so irgendwie so alte Chemikalien benutzt zur Entwicklung des Films. Und deswegen sind die Farben dann ein bisschen blass, nur als Erklärung für nachher. Ja. Wie gesagt, jeder, der auf diesen Fotos drauf ist, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendeiner deutlich zu erkennen ist, dass ich da jetzt irgendwie Gesichter irgendwie unkenntlich machen muss. Sie sind einfach nur Beiwerk des Bildes und die ganzen, ja, Kennzeichen oder so. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem. Wenn aber jemand ein Problem hat, einfach melden. ja. Einfach mal so ein bisschen durch die Stadt gegangen. War schönes Wetter. Ja, jetzt hat man hier so einen schönen Kontrast zwischen Altbau, Nachkriegsbau und moderner Architektur. Das ist eine witzige Komposition. Alte Stadtmauer. Ja, was kann man dazu noch sagen, ne? Keine Ahnung. Also, ich fand das einfach nur ganz lustig, mal so zu fotografieren. Ich hatte mal ein bisschen zu viel Gegenlicht. Die Mauer ist ein bisschen so im Schatten. Also, da hätte man am besten irgendwie am Abend das Foto machen sollen. Ein alter Scorpio. Das war, glaube ich, das erste Ford-Modell, was dieses damalige Ford-Design eingeführt hat, was auch in den 90ern geblieben ist. Der erste Saturn. Da habe ich diesen Scanner auch gekauft, mit dem diese Negative hier abgescannt worden sind. Man sagt auch Abtasten dazu. Aber ich glaube, umgangssprachlich wäre Scannen verständlicher. Ja, dann gehe ich jetzt in Richtung Westen, die Aachener entlang. Hier am Aachener Weiher. Da hinten ist dann die Uni. Aber die Bilder kommen erst im Anschluss von der Uni. Habe ich auch mal ein bisschen so das Unigebäude fotografiert. Weil, naja, ich dachte mir so, wäre vielleicht ganz witzig, irgendwann nochmal zu gucken, wie das damals gewesen ist, als ich da in der Uni war. Ich habe jetzt die Uni nicht von innen fotografiert, nur so von außen ein bisschen. Ja, das ist jetzt hier so die Ecke, die in der Nähe ist, wo ich wohne. Auch eine interessante Architektur, finde ich. Man beachtet sowas eigentlich selten, aber nur weil es jetzt schon in die Jahre gekommen ist, finde ich es trotzdem interessant, denke ich, ja. Das könnte auch irgendwie so eine Szenerie von irgendeinem von irgendeiner Miami Vice Folge gewesen sein. Ja. Das einzige Hochhaus oder große Gebäude in Braunsfeld. Ja, habe ich da so einen alten Mercedes gesehen. Finde das Modell ganz cool. Ich wollte den jetzt nicht kaufen oder so. Nur kleine Randinformation, das ist ein amerikanisches Modell. Der hat zwar jetzt wieder die europäischen Scheinwerfer vorne drauf, aber man sieht die dicken 5-Meilen-Stoßstangen und man erkennt auch an den Rückleuchten, dass das ein amerikanisches Modell ist, da er die Positionsleuchten an den Seiten hat. Das heißt, die Blinker sind an den Seiten nochmal gerötet, da die Amerikaner dann so da vorgeschrieben haben, da nochmal so rote Lampen zur Seite scheinen zu haben. Also die müssen nur so rote Lämpchen hinten an der Seite haben, damit der Wagen auch im Dunkeln von der Seite gut zu erkennen ist. Positionsleuchten, wie beim Flugzeug könnte man sagen. Auch die Blinker leuchten bei denen permanent mit Standlicht, das ist da vorgeschrieben. In Deutschland darf man das, glaube ich, gar nicht. Gibt so Leute, die haben so Software, mit denen die das an- und ausmachen können, wenn die Polizei kommt. Ja. Das ist jetzt vom WISO-Gebäude, vom der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Bin ich immer hochgegangen, habe ich aus dem Fenster fotografiert. Und ja.
Das ist da der Hörsaal, wo ich sehr viele Prüfungen und Vorlesungen gehört habe.